Christian Wernicke spielt Gitarre. Das ist nicht so ungewöhnlich. Er ist Dirigent und er ist Dozent für Gitarre an der Fachhochschule Heidelberg. Angefangen hat seine Laufbahn eher unspektakulär, aber wie so oft mit der Liebe. Der Freund damals, mit dem ich dann auch Gitarre angefangen habe zu spielen, der hatte sich verliebt in eine, die selber Gitarre gespielt hat. Und er wollte ihr näher sein und hatte mich dann gefragt, ob ich nicht auch Gitarre lernen möchte. Und dann haben wir irgendwann die Kissenschlachten gegen Gitarrespielen eingetauscht und wollten Rockstars werden. Der Mann neigt zum Understatement. Studiert hat er bei Alvaro Pieri, Roberto Aussel, Rainer Tschuhen und Federico Garcia Nieto. Ein Studienjahr verbrachte Wernicke am Conservatorio Superior in Madrid, wo er auch ein Gitarrenorchester gründete und leitete. Bei ihm klingt das so. Also ich habe am Anfang mit der ganz normalen Jugendmusikschule angefangen, bis ich 18 war und das Abitur gemacht habe, dann in Essen, Köln und Madrid studiert, Gitarre und Regieren. Ich bin jetzt freischaffender Musiker und lebe in Heidelberg. Wernicke über die Werktreue. Die erste Priorität ist erstmal die Auseinandersetzung mit dem Stück und mit dem Komponisten und mit der Zeit, in der das Stück entstanden ist. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ich denke, dass bei ganz vielen Komponisten, bei ganz vielen Stücken trotzdem die Möglichkeit besteht, da noch einen weiteren Schritt zu tun. Und dass es oft gewünscht ist, eben nicht nur den Text zu reproduzieren, sondern A, natürlich dahinter zu steigen, was dieser Notentext jetzt bedeutet und wie man den spielen kann. Aber ich sehe trotzdem häufig in so Stücken auch noch eine Art Spielwiese. Ja, dass man zumindest, um ein Stück neu und gut zu lernen, dass man auch sehr viel damit herumspielt, improvisiert, versucht, Sachen anders zu machen. Vielleicht letztendlich auch, um zu verstehen, warum es jetzt gerade so aufgeschrieben wurde, wie es aufgeschrieben wurde. Klar, dass dem vielbeschäftigten Musiker und mehrfachen Preisträger nicht viel Freizeit bleibt. Die allerdings nutzt er, neben der Nachwuchsförderung, für seine Liebsten. Meine Freizeit verbringe ich momentan hauptsächlich mit meiner Familie. Ich habe zwei kleine Kinder, also so klein auch nicht mehr, also 1 und 5. Ich mache relativ viel Sport, also weiß nicht, relativ viel, aber ich mache Sport zumindest. Neben seiner Leidenschaft für die Gitarre dirigiert Wernicke mehrere Auswahlorchester in Baden-Württemberg. Ein Vollblutmusiker, der mit Sympathie und Können seine Zuhörer schnell in den Bann zieht. Von so einem möchte man mehr hören.